So, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Und ja, ich bin hier oben immer noch bei meiner medizinischen Universität, um den Leuten ein bisschen Komfort zu bieten. Sagen wir es mal so. Die sollen ja nicht alle sauer sein, weil es bei uns so schrecklich ist. Krankenhaus. Es sind zwar noch keine Ärzte da. Busse fahren auch noch nicht. Wobei, eine Buslinie könnten wir eigentlich schon mal etablieren. Busse. Ah, für Dollar sieht es doch ein bisschen schlecht aus. Wir nehmen mal lieber für Rubel. Passagiere 52, 32, 63, 83. Okay, nehmen wir. Lassen wir mal 3 gleich fahren. Du fährst von da nach da, nach da. Nein, Kneipe löschen. Busstopp. Ist eine Feuerwehr. Plattform hier und Start. So, du fährst von da nach da. Da, nach da, nach da, nach da, gibt es noch eine tolle Bushaltestelle hier irgendwo, die ich gerade übersehen habe. Hier. Ich glaube, diese hatten wir noch nicht. Rosana Klein, doch hatten wir schon. Na egal, fahr einfach los. So, und du fährst dahin. Eieiei. Universität. Keine Professoren. Dann springen wir jetzt wieder in unsere super gebildete Stadt. Ja. Öl wird produziert.
Hauptsache. Hier gibt es doch ein paar clevere Leute. Die wollen bestimmt in unserer Universität anfangen. Universität mal darüber. Hier gibt es zumindest freie Wohnungen. Oder da. Packen mal ein paar hier rein. Ein paar da rein. Ein paar da rein. Ein paar da rein. Ein paar da rein. So, jetzt könnten Ärzte angefangen haben. Professoren auch. Wir haben hier unten weder Kindergarten noch Schule. Das hätten wir zwar hier. Lehrer. Kindergarten, Schule. Brauchen wir das hier oben nochmal separat? Ich denke ja. Deshalb Bildung. Kindergarten. Och, verdammt, das ist echt gerade die Größe, die nicht hier reinpasst. Da, 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 Grundschule. So. Grundschule ist ein bisschen schmaler. Ja, voll. Gott sei Dank, zumindest Grundschule hier reinbekommen. Da können wir doch drauf aufbauen. Ein Ankerpunkt hier drüben, scheiße. Okay, Schule hier. Ja. Mama, Kindergarten. Ob wir den hier irgendwo ran kleistern können. So, jetzt bitte lass die Straße passen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir erhöhen das einfach. Gucken wir mal, was jetzt der Kindergarten zu sagen hat. Jetzt passt er zumindest, das ist schon mal gut.
So, guck mal, ob wir die Fußwege dran bekommen. Passen auch. So, hat der Strom. Ja. Universität arbeitet auch noch sehr gut. Da, 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 da. Was gibt's noch für Probleme? Kultur, Fleisch, Sportart, Krankenhaus. Okay, es ist ein Krankenhaus hier gleich nebenan. So, der Bus fährt super langsam. Wir gönnen euch mal eine Kiesstraße schon. Zack. Schule, na gut. Schule kriegt auch eine vernünftige Einfahrt. Krankenhaus auch. Kindergarten auch. Gut. Dann schließen wir die Busplattform noch vernünftig an. Hier fährt auch ein Bus lang. Okay, dann wird es auch angeschlossen. So. Ich glaube, hier hinten fährt eigentlich kaum einer lang, oder? Gegebenenfalls muss ich die Straße eh nochmal ändern. Von daher, gucken wir mal, Passagiere sind echt nicht viele drin. Vielleicht ist die Runde auch einfach viel zu groß. Anzahl wartender Passagiere. Ah, Moment, hier wartet noch was. Das kann ich doch hier auch anschließen. Wege funktionieren zumindest schon mal sauber. Arbeitet jemand im Kino? Ja.
Auch gut. Krankenhaus. Mensch, hier ist ein Krankenhaus. Verdammt. Aber ich denke, eine Feuerwehr schadet nichts. Wo war das nochmal? Feuerwache. So. So, Feuerwache hat keinen Strom. Dachte ich mir fast. Kann man aber bekämpfen, indem wir hier einfach... Na. Umspannwerk hinmachen. Mittelspannungsschalter. Kurz das öffnen. Mittelspannungsschalter. So liegt's an. Einmal da, einmal da, einmal da. Eine Straße. Kann man eigentlich hier. Der Stromleitung entlang ziehen. So. Da, 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 da. So, jetzt brauchen wir natürlich Feuerwehrfahrzeuge. Dieses, dieses, dieses und... Oh, und unser Geld ist alle. Oha. Zu schnell Geld ausgegeben. Komm, komm, komm. Ich will das Leiterfahrzeug haben. So, danke. Gut, gucken wir mal. Können wir zufällig hier gerade einen Zug losschicken? Gibt es eventuell einen Stau wegen meinen Zügen? Ja, scheiße. Oh. Okay, Fahrtrichtung wechseln. Ja, komm, komm. Zum Glück durch. Wir sollen zurückwärts fahren.
Scheiße. Fahr weiter. Okay, das Zollhaus löschen wir mal. Okay, dann fährst du einfach. Da ist ein zweiter Stop einfach. Scheiße, hier. Oder hier. Zollhaus wird gelöscht. Na endlich, na endlich. Meine Güte. So, dann können wir als nächstes das Zollhaus wieder anmachen. So, und das entfernen wir. Wenden und zum Zollhaus fahren. Ei, ei, ei. Was für eine Katastrophe. Ja. Gucken wir mal, wie sieht's bei unserer Raffinerie an der Uni aus. Ganz schick. 41.000 Bitumenöl, alles gut. Es gibt zumindest keinen großen Vorrat. Prima. Boah, die Uni ist echt voll. War das Feuer jetzt gelöscht? Ja. Das platzt wahrscheinlich gerade aus allen Nähten. Jawohl. Oh, auch richtig viele Leute da. Viel mehr Import von Öl. Eieiei. Beenden wir, glaube ich, erstmal wieder die Folge. Ich mache Pause, speichere dann mal ab und sage Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.